Wir wollen uns heute also mit dem ersten Viertel, kann man sagen, der Sure beschäftigen. Und wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass wir kurz auf die ersten Verse der Sure zu sprechen kommen wollen, um zu gucken, welche Themen Allah Ta'ala dort anspricht. Und interessant ist, wie diese Sure beginnt. Und zwar beginnt die Sure mit der Lobpreisung dafür, der Lobpreisung Allahs dafür, dass er dieses Buch auf seinen Diener Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt hat. Dieses Buch, welches uns den Weg, den geraden Weg zu Allah aufzeigt. Was Allah Ta'ala gleich am Anfang dieser Sure doppelt bestätigt. Wir kennen, viele von uns kennen den Anfang. Alhamdulillahi ladhi anzala ala abdihi al-kitab. Alles Lob gebührt Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt. Und jetzt ganz wichtig. Walam yaj'al lahu iwaja. Und daran nichts Krummes gemacht hat. Also das Gegenteil vom Krumm ist gerade. Und dann bestätigt Allah Ta'ala dieses Gegenteil noch einmal, indem er nämlich im darauffolgenden Vers sagt, Qayyima, ein Buch, das richtig ist. Qayyim, davon lässt sich auch das Wort Mustaqim ableiten. Qayyim, also geradlinig. Davon lässt sich auch das Wort Mustaqim, grad, As-Sirat al-Mustaqim ableiten. Also mit anderen Worten, wenn ich mich an diese Rechtleitung halte, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mich als Mensch auf den geraden Weg führen. Wende ich mich von diesem Buch ab, dann wende ich mich automatisch auch von dem geraden Weg ab. Allah, er hat mir durch dieses Buch, durch diese letzte Offenbarung, den geraden Weg zu Allah aufgezeigt. Es gab immer Menschen in der Geschichte, die geglaubt haben. Wie hießen denn die Menschen, welche an einen Gott geglaubt haben, vor unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Ahnaf. Die sogenannten Ahnaf. Es gab Leute, die haben an einen Gott geglaubt. Der Vater von Sa'id ibn Zayd beispielsweise. Der Vater von Sa'id ibn Zayd ist einer dieser Ahnaf gewesen. Das Problem ist, und wer war Sa'id ibn Zayd? Sa'id ibn Zayd ist einer der 10, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Paradies zu Lebzeiten versprochen hat. Der Ehemann von Fatima bint al-Khattab, der Schwester von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda. Und die Geschichte ist ja bekannt, als Umar ibn al-Khattab dann das Haus sozusagen stürmte regelrecht, ja, und Sa'id ibn Zayd mit seiner Frau Fatima und Khabbab ibn al-Arad dort saß und den Koran lernten und dann Umar ibn al-Khattab zu Allah subhanahu wa ta'ala gefunden hat. Und auf jeden Fall wichtig in diesem Zusammenhang ist einfach, Zayd ibn Nufail, der Vater von Sa'id ibn Zayd, der war einer dieser Ahnaf gewesen. Der hat an einen Gott geglaubt. Und er hat die Religion Ibrahims alaihi salam befolgt. Was wusste er aber über Ibrahim? So gut wie gar nichts. Es sind nur Reste übrig geblieben. Im Laufe der Jahrhunderte ist vieles an Wissen verloren gegangen. Und er hat sich angestrengt, er hat sich bemüht. Er hat überall gefragt, bei den Christen, bei den Juden, er wollte es wissen. Und Alhamdulillah, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat bestätigt, dass er das Paradies betreten wird. Nicht nur das, er wird am jüngsten Tag eine Umma alleine sein. Eine eigenständige Gemeinschaft wird er sein. Er wird auferstehen als eigenständige Gemeinschaft. Er war kein Prophet, aber er ist eine eigenständige Gemeinschaft. Subhanallah. Und auf jeden Fall, wichtig in diesem Zusammenhang ist, ja, es gibt Menschen, die suchen nach der Wahrheit, die finden auch einen Teil der Wahrheit. Aber diesen geraden Weg, der dir aufzeigt, wie du direkt zu Allah gelangt hast, ohne Umwege, ohne Abzweigungen, dieser gerade Weg, der wird durch den Koran beschrieben. Und deswegen bestätigt das Allah. Und Allah Ta'ala, er lobpreist sich selbst dafür, dass er den Menschen durch die abschließende Botschaft diesen geraden Weg aufgezeigt hat. Sodass sie nicht abkommen, wenn sie sich an die Gebote Allahs halten, nicht abkommen werden vom geraden Weg und dass keine Fitne, keine Versuchung ihnen jemals schaden kann, solange es Himmel und Erde gibt. Wie wir letztes Mal in diesem schönen Hadith über die Herzen, welche entweder die Versuchung aufsaugen oder sie ablehnen, geschildert und aufgezeigt haben.
Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über sein Buch spricht, welche Rechtleitung in seinem Buch steckt, zeigt Allah subhanahu wa ta'ala, und wie gesagt, wir gehen nicht auf jeden einzelnen Vers ein, zeigt Allah subhanahu wa ta'ala auf, dass es immer noch trotz alledem Menschen gibt, die trotz dieser Gnade den Glauben ablehnen. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, an wen dieses Buch gerichtet ist, und er warnt sie, وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, und damit er diejenigen warne, die sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Und jetzt spricht er über diese Menschen, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, sie haben kein Wissen davon und auch nicht ihre Väter. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, welch schwerwiegendes Wort kommt aus ihren Mündern heraus. Sie sagen nichts als Lüge. Um jetzt überzugehen auf unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dieser Vers, der ist unglaublich wichtig, der jetzt kommt. Deswegen werde ich ihn extra erwähnen und hervorheben. Dieser Vers zeigt uns auf, welche Haltung unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gegenüber denjenigen hatte, welche er versucht hat, zu Allah einzuladen. Er hatte nicht die Haltung eines Rächers, er hatte nicht die Haltung eines Hassers, sondern er hatte die Haltung einer Person, die tief mit Trauer erfüllt gewesen war darüber, dass die Menschen seine Botschaft ablehnten, ja, und sogar Gedanken hegte, sich selbst aus Trauer und aus Gram darüber das Leben zu nehmen. Hört mal zu. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben. Ja, Salam, was für eine Haltung. Unser Prophet empfand Trauer, nicht Hass. Ganz wichtig. Viele denken, manche gehen so an die Dawah heran, sagen, Ana sa'uqimu alayhi al-hujjah, ich werde sozusagen, ja, ihn den Beweis, auf gut Deutsch gesagt, an den Kopf werfen, und wenn er es sich annimmt und akzeptiert, dann ist er in der Hölle. Ich habe ihm jetzt sozusagen den Beweis gezeigt, al-hujjah. Und wenn er es sich annimmt, dann ist er jetzt in der Hölle. Alhamdulillah, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Und freut sich auch noch darüber. Ja, jetzt weiß er Bescheid. Ich habe ihm einmal gesagt, was der Islam ist. Er hat ihn nicht angenommen, sein Pech. War unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam so gewesen? Hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam überhaupt über jemanden geurteilt? Nein, hat er nicht. Salawatu rabbi wa sallam. Nur wenn er eine Wahi bekommen hat, eine Offenbarung, dass jemand in der Hölle ist oder jemand im Paradies ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geurteilt. Aber sonst hat er Spaß daran gehabt, dass er Leute in die Hölle werfen kann oder bestimmen kann, wer in der Hölle ist. Im Gegenteil. Immer dann, wenn er die Hoffnung hatte, dass die Menschen trotzdem glauben werden, hat er sich Mühe gegeben, wie in Al-Ta'if. Er hatte keine Rachegefühle. Sie haben ihn mit Steinen aus der Stadt geschmissen und vertrieben, dass er angefangen hat zu bluten. Und er war voller Trauer, wie hier. Der schwerste Tag in seinem Leben überhaupt. Und dann bekommt er die Möglichkeit, sich zu rächen. Jibril alayhi salam, er sagt zu ihm, wenn du willst, dann befehle ich dem Engel der Berge, dass er die beiden Gebirgsketten um sie herum über sie zusammenprallen lässt, sodass er sie vernichtet. Und er, sallallahu alayhi wa sallam, nur sagt, nein, vielleicht wird von ihrer Nachkommenschaft jemand La ilaha illallah sagen. Diese Einstellung, die müssen wir haben. Nicht die Einstellung, ja, Alhamdulillah, wir haben jetzt den Leuten alles gezeigt und wir sind auf dem richtigen Weg und Khalas, ja, die sind so und so in der Hölle. Was ist das für eine Einstellung? Aber es gibt Leute, die diese Einstellung haben, die glauben, sie seien Richter auf Erden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte tiefe Trauer gehabt. Immer wieder, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, ihre Aussage sollten dich nicht traurig machen. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, du sollst nicht sozusagen voller Trauer sein, Hasra, ja, Hasra, ja, über das, was sie sagen, weil sie von deinem Weg abgehen. Nein, du kannst nichts dafür, du trägst nicht die Verantwortung dafür. Jeder ist am Ende selbst für sich verantwortlich. Diese Einstellung brauchen wir. Und wenn wir diese Einstellung haben,
dann wird unsere Körpersprache gegenüber den Menschen, mit denen wir zu tun haben, eine ganz andere sein. Dann wird unsere Haltung, wenn wir mit den Menschen sprechen, eine ganz andere sein. Das ist ein Da'iya. Ein Da'iya ist jemand, der das Beste für die Menschen möchte. Er lädt sie ein zu etwas Gutem. Und es ist nicht jemand, der die Menschen verflucht und verteufelt. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala in diesem ersten Abschnitt über den Sinn und Zweck des Buches gesprochen hat und wie wir dieses Buch, diese Botschaft Allahs an die Menschen heranbringen sollen, spricht Allah ta'ala jetzt über die wahre Beschaffenheit des diesseitigen Lebens. Und zwar in zwei Versen, um dann überzugehen auf die erste Geschichte, welche uns wiederum aufzeigt, ja, was es für Versuchungen im diesseitigen Leben gibt, welche die Menschen von Allah subhanahu wa ta'ala abbringen. Und zwar sagt Allah ta'ala, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Und jetzt verstehen wir auch, warum die ersten 10 Verse einen Menschen vor dem Dajjal schützen. Weil Allah ta'ala in diesen ersten 10 Versen im Grunde genommen die grundlegenden Aspekte unserer Religion aufzeigt. Gewiss, wir haben alles, was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie gemacht. Warum? Was ist der Sinn des Lebens? Linabluwahum, um sich zu prüfen und festzustellen, wer von ihnen die besten Taten begeht. Darum geht es. Immer wieder kommt das im Koran vor. Alladhi khalaqa al-mauta wal-haya. Er ist es, Surat al-Mulk, der den Tod und das Leben erschaffen hat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Um euch zu prüfen, wer von euch die besten Taten vollzieht. Das ist der Sinn und Zweck des Lebens. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا بَتَلَاهُ رَبُّهُ. Was den Menschen betrifft, wenn Allah ihn prüft, im Guten sowie im Schlechten. Darum geht es. Allah guckt, wie du dich verhältst. Und Allah Ta'ala, er wird dich immer wieder prüfen. Und zu diesen Prüfungen gehören bestimmte Versuchungen, die jetzt kommen werden, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala dich in deinem Leben prüfen wird. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Und wir werden das, was auf ihr ist, auf der Erde, wahrlich zu unfruchtbarem Erdboden machen. Also mit anderen Worten, du solltest immer wissen, es lohnt sich nicht, diesen Versuchungen nachzugeben. Weil alles, was auf dieser Erde ist, alles ohne Ausnahme, ist vergänglich. Du wirst nichts mitnehmen, ob es das Geld ist, ob es ein paar Jahre längeres Leben sind, ob es die Macht ist, ob es das Wissen ist. Egal was, am Ende musst du alles hier lassen und du wirst nichts mitnehmen. Und dementsprechend versuche dich zu konzentrieren auf die eigentliche Aufgabe in deinem Leben und versuche diesen Prüfungen standzuhalten. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala diese Einleitung gemacht hat, diese schöne Einleitung über den Sinn und Zweck der Offenbarung und des diesseitigen Lebens, beginnt Allah Ta'ala jetzt mit der ersten Geschichte. Jene Geschichte, welche Allah Subhanahu wa Ta'ala offenbart hat, in einer Zeit, wo die Muslime sich in Mekka in einer ähnlichen Situation befunden haben. Die Quintessenz dieser Geschichte, die wir uns jetzt anschauen werden, inshallah ta'ala, ist die Höhle. Es geht um die Höhle. Es geht in dieser gesamten Geschichte um eine Höhle. Eine Höhle, welche jeder einzelne von uns ebenfalls benötigt. Eine Höhle, in der du Schutz suchen kannst. Was ist denn Al-Kahf für eine Höhle? Al-Kahf ist eine Höhle, welche sich in einem Felsen befindet. Und worauf deutet ein Fels hin? Ein Fels deutet darauf hin, dass es sich um etwas Stabiles handelt. Ein Fels gibt dir das Gefühl der Stärke. Ein Fels gibt dir das Gefühl, dass selbst wenn ein Meteorit vielleicht sogar vom Himmel fallen sollte, dass er dich davor schützen kann. Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen über den Mond von diesem Harald Lesch, Professor Harald Lesch. Der hat, das ist eine ganz interessante Doku gewesen über den Mond, ob man auf dem Mond
Häuser bauen kann. Erstmal völlig so absurd die Frage, aber am Ende ist es möglich. Ja, ist sehr interessant. Guckt euch jetzt mal an, schaut auf ZDF, Mediathek. Ja, ob man auf dem Mond Häuser bauen kann. Und da war interessant gewesen, wir Menschen, wir benötigen am Ende, wenn wir auf dem Mond sein sollten, benötigen wir Zufluchtsorte, und zwar in Höhlen. Und auf dem Mond gibt es Höhlen. Das sind durch Lava entstanden und so weiter und so fort, wo man sich verstecken kann vor den Strahlen. Weil die Strahlen auf dem Mond sehr, sehr intensiv sind. Die Strahlen aus dem Kosmos, aus dem Weltall, welche ein Mensch so nicht ertragen könnte. Sehr, sehr interessant. Ich brauche also einen Zufluchtsort. Und gerade der Muslim, wenn er in einer Gesellschaft lebt, welche nicht unbedingt Allahs Gebote so befolgt, wie es sein sollte, braucht immer wieder eine Höhle, in die er sich zurückziehen kann. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat zu seinen Lebzeiten immer für diese Höhle gesorgt. Immer für einen Rückzugsort gesorgt für die Muslime. In Mekka, bevor er Prophet war, hat der Prophet was getan? Er hat sich in eine Höhle zurückgezogen. Wie hieß diese Höhle? Ghar Hira, die Höhle von Hira. Gut. Als er angefangen hat, die Botschaft zu verkünden, hat er sich wo zurückgezogen in Mekka? Im Haus von Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam. Wo war das Haus hinter dem As-Safa gewesen? In Medina war das Erste, was er getan hat. Er hat einen Rückzugsort für die Muslime. Und Medina war zu diesem Zeitpunkt noch nicht muslimisch gewesen vollständig. Er hat einen Rückzugsort vom ersten Moment an für die Muslime errichtet. Und zwar Al-Masjid Al-Nabawi, die Moschee. Und da sehen wir, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in allen Phasen seines Lebens und seines Wirkens uns immer wieder aufgezeigt hat, du brauchst als Muslim eine Höhle, in die du dich zurückziehen kannst. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, trotz seiner vielen Verpflichtungen, trotz der großen Verantwortung, welche auf seinen Schultern lastet, nahm er sich die Zeit, um sich mindestens einmal im Jahr für 10 Tage und 10 Nächte in eine Höhle zurückzuziehen, im übertragenen Sinne, nämlich in seiner Moschee. Da sehen wir, wir brauchen das als Muslime. Wir brauchen als Muslime diesen Rückzugsort. Und genau das ist die Quintessenz dieser Geschichte. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter, musst du in deine Höhle zurück, um aufzutanken, um Kraft zu schöpfen. Musst du in die Moschee, damit du dich mit deinen Geschwistern triffst. Es reicht nicht aus, einen Vortrag nur auf YouTube zu schauen oder über Facebook. Du brauchst diesen Rückzugsort. Alleine schaffst du das nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erzählt uns jetzt diese Geschichte. Und in dieser Geschichte der Ashab al-Kahf, der Leute, der Höhle, geht es genau um diese Aspekte. Sie suchten einen Rückzugsort. Sie suchten etwas, was ihren Iman festigt. Sie suchten Schutz vor der Fitne. All diese Aspekte sind in dieser Geschichte vorhanden. Und wir wollen uns diese Geschichte mal etwas näher anschauen. Es ist eine unglaublich wichtige Geschichte mit sehr, sehr vielen Lehren. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir werden die Geschichte jetzt vollständig lesen. Am hasibata anna ashab al-kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba. Oder meinst du etwa, dass die Leute der Höhle und der Inschrift ein besonderes, verwunderliches unter unseren Zeichen sind? Allah Ta'ala, er spricht hier über Zeichen. Und wir wissen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde ja über diese Leute auch befragt, über die es viele Legenden gab, schon zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Juden kannten diese Legende, die Christen kannten diese Legende und sie wollten genaueres wissen, weil es ganz unterschiedliche Versionen gab. Und Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem der Prophet jetzt 15 Tage lang gewartet hat auf die Antwort dieser 3 Fragen, bekommt jetzt diese Offenbarung. Und Allah ta'ala, er spricht hier von Zeichen und will uns etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg geben. Dass
eigentlich um uns herum viel größere Zeichen sind als diese Geschichte, welche uns Allah erzählt. Um uns herum geschehen tagtäglich, in jedem Moment Wunder, für die viele Menschen aber einfach blind sind, weil sie sich daran gewöhnt haben. Manche Menschen müssen erst einmal solch ein Zeichen haben, dass Menschen 300 Jahre lang geschlafen haben. Aber im Grunde genommen ist das eine Kleinigkeit für Allah, dass jemand 300 Jahre schläft und jetzt. Viele von uns, alle von uns werden unter der Erde noch viel länger schlafen. Und am jüngsten Tag werden sie alle auferstehen. Das ist eine Kleinigkeit für Allah. Aber um uns herum sind so viele Zeichen, die uns Allah Ta'ala immer wieder gibt. Und im Grunde genommen muss ich nur meine Augen öffnen und ich werde sofort erkennen, dass dies Zeichen sind, welche Allah Ta'ala mir geschickt hat und welche mich auf ihn hinweisen sollen. Zeichen über Zeichen. Und Allah Ta'ala, er sagt über diese Zeichen, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ. Wir werden ihnen unsere Zeichen zeigen in den Horizonten. وَفِي أَنفُسِهِمْ in sich selbst. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Bis ihnen klar wird, dass dies die Wahrheit ist. Alles deutet darauf hin, dass es einen Schöpfer gibt. Schau nur deinen Körper an, wie er aufgebaut ist. All die Geheimnisse, die in dir sind. Schau dir die und den Himmel an, die Himmelskörper, die Natur, die Pflanzen, alles deutet darauf hin. Im Grunde genommen brauchen wir solch ein Zeichen gar nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns trotz alledem solche Zeichen, weil er den Menschen erschaffen hat und weiß, wie der Mensch beschaffen ist. Und jetzt beginnt Allah ta'ala eine allgemeine Einleitung zur Geschichte zu machen. Was ist mit der Inschrift gemeint? Das werden wir noch gleich sehen, inshallah ta'ala. Also die Leute der Höhle und der Inschrift, weil wahrscheinlich vor ihrer Höhle dann etwas niedergeschrieben wurde, wie wir nachher noch sehen werden, inshallah ta'ala. Aber da gibt es lange Diskussionen und wir wollen nicht in die Einzelheiten. Weil wir werden gleich sehen, dass Allah ta'ala uns in dieser Geschichte nämlich eine Lehre mit auf den Weg gibt. Es kommt nicht auf die Einzelheiten an, sondern worauf kommt es an? Es kommt immer auf die Quintessenz an und die Lehren, welche Allah ta'ala uns durch all diese Geschichten mit auf dem Weg in unserem Leben geben möchte. Als die Jünglinge in der Höhle Zuflucht suchten. Interessant, Al-Fitya. Das waren junge Männer. Allah Ta'ala, er sagt nicht Ar-Rijal, die Männer, Erwachsene. Sondern er betont, es handelt sich um junge Männer. Junge Männer, welche entweder in der Zeit nach Isa alayhi salam gelebt haben, also in der Zeit, wo sich das Christentum verbreitet hat, oder in einer vorherigen Zeit. Uns soll das nicht näher beschäftigen. Ist völlig unwichtig, wann sie gelebt haben. Wichtig für uns ist was? Dass es irgendwann einmal in den letzten Jahrtausenden eine Gruppe von Jugendlichen gab, jungen Männern, welche geflohen sind mit ihrem Glauben. Das ist das, was für uns wichtig ist. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum hebt Allah Ta'ala extra das Alter dieser Männer hervor? Was würdet ihr sagen? Was ist der Grund? Warum gerade das Alter dieser Männer? Ich meine, er hätte auch einfach nur sagen können, Männer oder Personen oder irgendetwas. Aber warum sagt er extra Fitya? Um uns damit zu sagen, ah, das sind junge Männer. Was würdet ihr sagen? Darin muss doch eine Lehre liegen. Irgendetwas, was Allah Ta'ala uns damit mitteilen möchte. Ja. Absolut richtig. Die Jugend. Die Jugend ist offen für neue Ideen. Die Jugend ist es gewesen, welche voller Kraft und Energie an der Seite unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gestanden hat. Die Jugend war es gewesen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das sehen wir auch heutzutage, welche bereit ist, diese Botschaft zu verinnerlichen und wenn sie sie erst einmal verinnerlicht hat, sie regelrecht Wunder bewirken kann. Ja, Jugend kann Wunder bewirken. Eine Moschee, in der Jugendliche, Männer und Frauen, junge Männer und junge Frauen regelmäßig vorhanden sind und anwesend sind, ist eine Moschee, die lebt. Eine Moschee, die Zukunft hat. Eine Moschee, so schön und prachtvoll sie auch sein mag, in der junge Männer und junge Frauen nicht willkommen sind, ist eine tote Moschee. Eine Moschee, die vor dem Aussterben bedroht ist. Was habe ich von einem Bau, der nicht belebt ist mit Menschen? Und dementsprechend, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam,
Er hat großen Wert auf die jungen Menschen gelegt. Weil er wusste, in ihnen liegt die Zukunft. Und Alhamdulillah, ich glaube, die meisten, die hier sitzen, wenn nicht sogar, also sag mal 98% der Geschwister, die hier sitzen, sind auch alle jung. Wir sind alle fit hier. Genau wie diese jungen Männer. Und Allah Ta'ala, er zeigt auf, dass auch gerade junge Menschen besonders der Fitne ausgesetzt sind. Aber wenn sie es schaffen, sich der Fitne zu enthalten und sich vor ihr zu schützen, dann können sie Großes bewirken. Genau wie diese kleine Gruppe von jungen Menschen, die Großes bewirkt haben und in die Geschichte eingehen sollten, auch wenn wir ihren Namen nicht kennen. Aber sie sind in die Geschichte eingegangen und sie sind zu einem Zeichen geworden. Und inshallah ta'ala wird jeder einzelne von uns zu solch einem Zeichen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah wird jeder einzelne von uns etwas bewirken können auf dem Wege Allahs. Und seid euch dessen sicher, ihr könnt sehr, sehr viel bewirken. Ihr müsst es nur wollen. Und ihr müsst euch nur vor der Versuchung, welche euch umgibt, von allen Seiten schützen. Und dann seid euch sicher, wird Allah subhanahu wa ta'ala euch festigen und ihr werdet Großes bewirken können. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ, als die Jünglinge in der Höhle Zuflucht suchten. فَقَالُوا, und sagten, رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, unser Herr, gib uns Barmherzigkeit von dir aus und bereite uns in unserer Angelegenheit einen rechten Ausweg. Unglaublich wichtig. Sie haben Zuflucht gesucht, nachdem sie nicht mehr konnten. Schaut mal dieses Dua. Sie haben aufgezeigt, oh Allah, wir wissen nicht mehr weiter. Wir haben alles getan, was wir tun können. Wir haben versucht, unseren Glauben wenigstens im Geheimen auszuleben, aber selbst das konnten wir nicht. Wir haben versucht, Da'wah mit den Menschen zu machen, hat nicht funktioniert. Das Einzige, was wir noch tun können, ist, dass wir unsere Hände heben und dich bitten, oh Allah. Und ich als Muslim darf niemals, egal wie ausweglos die Situation ist, niemals darf ich als Muslim verzweifeln, das Dua unterlassen. Sondern sollte ich mich immer Allah zuwenden und wissen, Allah erhört das Dua. Wallahi, man spürt es immer wieder. Immer wieder. Wenn du aufrichtig bist und dir sicher bist, dass Allah Ta'ala dich erhört, dann wird Allah Ta'ala dich erhören. Ich habe keinen Zweifel daran. Gib nicht auf. Und wir werden gleich sehen. Ja? Das Dua ist ein wichtiges Mittel. Es ist nicht das einzige Mittel, aber es ist ein unglaublich wichtiges Mittel. Und sie bitten im Grunde genommen Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass sie gefestigt bleiben und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen irgendeinen Ausweg gibt. Und was ist der Ausweg gewesen? Der Ausweg ist gewesen, dass sie 300 Jahre in dieser Höhle geblieben sind. فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Da ließen wir sie in der Höhle für eine Anzahl von Jahren in Dauerschlaf fallen. Das ist eine Zusammenfassung der Geschichte. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ, es geht weiter mit der Zusammenfassung. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Hierauf erweckten wir sie, um zu wissen, welche der beiden Gruppierungen am richtigsten die Dauer ihres Verweilen erfasst hat. Weil es lange Diskussionen gab, ja, wie lange sie wirklich dort geblieben sind. Und Allah Ta'ala erklärt uns darüber auch auf. Und jetzt der letzte Vers, der als Einleitung gilt zu dieser Geschichte. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ, nicht der letzte, der vorletzte. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ, wir berichten dir ihre Geschichte der Wahrheit entsprechend. إِنَّهُمْ فِتْيَ, sie waren Jünglinge. آمَنُوا بِرَبِّهِمْ, die an ihren Herrn glaubten. وَزِدْنَاهُمْ هُدَى, und denen wir ihre Rechtleitung mehrten. Ein ganz, ganz wichtiger Vers, den im Übrigen auch die Gelehrten als ein Beleg dafür genommen haben, dass der Iman steigt und sinkt. Weil Allah Ta'ala, er sagt ja, sie glauben und wir haben ihre Rechtleitung gemehrt. Es gibt Stufen im Glauben, nicht alle sind gleich. Es gibt jemanden wie Haritha, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam trifft und ihn fragt, كيف أصبحت يا Haritha, wie bist du aufgestanden, oh Haritha? Woraufhin dann Haritha antwortet, أصبحت مؤمنا بالله حقا, ich bin wahrhaftig sozusagen als wahrhaftiger Mu'min, ja, aufgestanden. Und da fragt ihr der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, انظر لي, pass auf, was du sagst. Ja, und er sagte, فما هي حقيقة إيمانك,
Was ist der Beleg dafür, dass du wirklich sozusagen so einen starken sozusagen Iman hast, weil es für alles einen Beleg geben muss? Und dann sagte er, ich bin aufgestanden und ich konnte vor meinen Augen ja den Thron meines Herrn, des Allerbarmers sehen. Das Paradies habe ich gesehen, die Hölle habe ich gesehen und dieses Bewusstsein. Und ich habe mich angestrengt, indem ich gefastet habe, indem ich in der Nacht gebetet habe. Woraufhin dann der Prophet sagte, Arafte Felsen, du hast es erfahren, also halte daran fest. Ja, guck mal, was es für Stufen gibt im Glauben. Ja, wir können uns steigern. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt auf, dass wenn du den ersten Schritt machst, Allah ta'ala, er hilft dir dabei, auch den zweiten und den dritten und den vierten Schritt zu machen. Es geht weiter. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in dem Hadith Qudsi? Dass Allah ta'ala gesagt hat, man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Wer einen meiner mir nahestehenden, meiner Freunde anfeindet, dem werde ich den Krieg erklären. Und mein Diener nähert sich mir mit nichts, was mir lieber ist als das, was ich zur Pflicht ihm auferlegt habe. Und er nähert sich mir so lange mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Guck mal, du kannst dich steigern. Bleib nicht immer ganz unten. Versuch dich zu steigern, versuch dich anzustrengen. Umso mehr Gutes du tust, desto näher kommst du Allah. Umso weniger Gutes du tust, desto mehr entfernst du dich von Allah. Oder du bleibst immer, du trittst immer auf derselben Stelle. Manche fragen sich, sie glauben, sie sagen, aber ich verspüre nichts. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas verspüre. Ja, der Iman hat auch eine Süße, die nicht jeder erlangt. Unser Prophet, was sagt er über die Süße des Glaubens? Er sagt, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. Es müssen drei Dinge vorhanden sein, dann erst wirst du die Süße des Glaubens verspüren. Und wir kennen die drei Dinge, dass man Allah mehr liebt als alles andere, Allah und seinen Gesandten, dass man jemanden nur für Allah liebt und dass man es verhasst, in Unglauben zurückzufallen, wie man es verhassen würde, in das Feuer geworfen zu werden. Also, du kannst dich steigern und versuch dich anzustrengen, weil es geht um Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Um viele Stufen. Und sei dir sicher, diese Stufen wirst du nicht mit Faulheit erlangen. Sondern diese Stufen wirst du nur erlangen, wenn du dich anstrengst. Und jetzt zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, wie er ihren Dua erhört hat. Und das ist das Wichtige. Und das ist das, was du erreichen sollst, wenn du dich in der Höhle zurückziehst. Nämlich, dass du gefestigt wirst von Allah. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَا. Und wir stärkten ihre Herzen. Wir haben sie gefestigt auf dem Wege Allahs. Das, wonach jeder Muslim streben sollte und immer wieder auch Allah bitten sollte, Allahumma ya muqallib al-qulub, والابصار ثبت قلبي على دينك. O Allah, du Beweger der Herzen und der Blicke, festige mein Herz auf deine Religion. Und wir stärkten ihre Herzen, als sie aufstanden und sagten, unser Herr ist der Herr der Himmel und der Erde. Wir werden außer ihm keinen anderen Gott anrufen, sonst würden wir ja etwas Unrechtes sagen. Es ist nicht einfach. Aber das ist es, worum es geht. وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Diene deinem Herrn und bete ihn an, bis zu dir die Gewissheit des Todes kommt. Und deswegen sollte ich als Muslim und als Muslimin immer wieder versuchen, danach zu streben, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich festigt, indem ich Gutes tue und mich vom Schlechten fernhalte, was hier formuliert wird durch den Schirk. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهَا. Wir werden außer ihm keinen anderen Gott anrufen. Wenn du gefestigt bleiben möchtest, dann musst du dich fernhalten vom Haram. Dann musst du dich fernhalten vom Schirk. Dinge, welche dein Herz beeinflussen. Dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala festigen. هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا. Dieses unser Volk hat sich außer ihm andere Götter genommen. Allah berichtet jetzt, was die Hintergründe dieser Geschichte sind. لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ. Wenn sie doch für sie eine deutliche Ermächtigung bringen würden, hätten sie doch irgendeinen Beweis dafür. Aber sie denken nicht nach, sie befolgen einfach die Traditionen. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt? Allah Ta'ala, er zeigt uns hier nochmal etwas ganz Wichtiges auf. Er zeigt uns auf, dass man sich als Mensch
Gedanken machen muss über das, was man tut. Nicht einfach alles akzeptieren. Nicht einfach alles übernehmen, nur weil es mein Vater, meine Mutter oder mein Scheich tut. Nein! Ich muss Dinge auch hinterfragen, ob es richtig ist oder ob es falsch ist. Wie viele Muslime heutzutage gibt es, die blind irgendwelche Traditionen befolgen und glauben, das sei Religion und hinterfragen das nicht mehr. Das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und dementsprechend, diese jungen Männer, diese Jünglinge, sie haben sich Gedanken gemacht, haben gemerkt, dass das falsch ist und haben sich für den richtigen Weg entschieden und haben aufgezeigt, dass ihr Volk nicht nachdenkt und dementsprechend vom richtigen Weg abgekommen ist und sogar über Allah eine Lüge ersonnen hat. وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Und da ihr euch nun von ihnen und von demjenigen, dem sie außer Allah dienen, fernhaltet, فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ. So sucht Zuflucht in der Höhle. Normalerweise sagt uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wir uns unter die Menschen mischen sollen, oder? Der Mu'min, der gläubige Muslim, der sich unter die Menschen mischt, الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسِ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ, ist وَيَسْبِرُ عَلَى أَذَاهُ, und dann das mit Geduld erträgt, ja, dass sie ihm Schaden zufügen. خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ, ist besser als welcher Mu'min? الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسِ, der sich nicht unter die Menschen mischt, وَلَا يَسْبِرُ عَلَى أَذَاهُ, und nicht bereit ist, ihren Schaden, ja, mit Geduld zu ertragen. Ein Muslim sollte Da'wah machen, er sollte sich unter die Menschen mischen, sich nicht zurückziehen. Das Mönchtum ist etwas, was die Anhänger Jesus sich ausgedacht haben. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, und das Mönchtum, das haben sie sich ausgedacht. مَا كَتَبَنَاهَا عَلَيْهِمْ, wir haben das ihnen gar nicht vorgeschrieben. إِلَّا بَتِغَاءَ رَضْوَانَ اللَّهِ, außer aus Wohlgefallen gegenüber Allah. فَمَا رَعَوْهَا حَقِّ رِعَيَتِهِ, sie haben sich aber nicht richtig drum gekümmert, sondern sie haben viele Dinge dann entwickelt, die einfach vom Wege Allahs weggeführt haben. Es gibt nur eine Situation, wo ein Mu'min sich zurückziehen sollte, wie es auch aus verschiedenen Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam hervorgeht. Und zwar, wenn du das Gefühl hast, du kommst gegen die Versuchung nicht mehr an. Es geht nicht mehr. Egal was du tust, du hast keinen Einfluss mehr. Die Gesellschaft ist sowas von verdorben, so dekadent, dass egal was du tust, du bist derjenige, der durch sie beeinflusst wird. Du kannst nichts mehr dagegen machen. Die Gesellschaft versucht, dich zu unterdrücken. Und es gibt heutzutage auch Gesellschaften, wo das der Fall ist. Nehmen wir mal beispielsweise jetzt hier die Uiguren in China als Beispiel. Da gibt es regelrechte Lager. Es gibt Umerziehungslager. Ich meine ganz ehrlich, so jemand, der so dort lebt, wie soll er seinen Glauben und den Glauben seiner Kinder bewahren? Der kommt nicht an gegen solch einen Machtapparat. Das ist unmöglich. Das wird er nicht schaffen. Und dann kann es sein, dass es für solche Menschen, ja, besser ist, eine bessere Option, sich zurückzuziehen, ihren Glauben zu pflegen und zu bewahren, als dass sie vielleicht dann der Gefahr laufen, in irgendein Umerziehungslager. Und ich kenne die Lage der Uiguren jetzt nicht ausreichend. Es wäre nur ein Beispiel, wo man sich das vorstellen könnte, wie sie dann damit umgehen. Das ist eine andere Sache. Das wissen sie dort vor Ort besser. Ja? Aber das wäre eine Situation, wo ich mir vorstellen könnte, hier muss ich mich vielleicht zurückziehen mit meinem Glauben in eine Höhle, an einem verborgenen Ort, vielleicht in die Berge gehen oder weiß ich nicht was, ja, um mich zu schützen vor der Versuchung. Um mich zu schützen vor der Versuchung. Und viele von diesen Menschen haben auch nicht die Möglichkeit, irgendwie auszuwandern oder ähnliches. Ja, und da ist das vielleicht die einzige Lösung. Aber dass ich als Muslim sage, ich ziehe mich zurück von der Moschee, von der Gemeinschaft, ja, nur weil es mir nicht gefällt, das ist eine falsche Einstellung. Also wir sprechen hier von einer Extremsituation, welcher diese Jugendlichen ausgesetzt gewesen waren. Und deswegen hat Allah Ta'ala ihnen gesagt, sucht Zuflucht in der Höhle. Aber nur unter diesen Voraussetzungen. يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, euer Herr wird über euch einiges von seiner Barmherzigkeit ausbreiten. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا, und euch in eurer Angelegenheit eine milde Behandlung bereiten. Und jetzt geht es weiter. Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet jetzt, was in dieser Höhle geschehen ist. Sie sind jetzt eingeschlafen. Tiefschlaf. Jetzt kommen unglaubliche Verse, die sehr ausführlich sind, wo man sich fragt, warum
Ich meine, auf der einen Seite, wie wir noch sehen werden, fordert uns Allah Ta'ala auf, nicht irgendwelche Mutmaßungen anzustellen über die Anzahl der Jünglinge, weil es völlig egal ist. Es ist auch völlig egal, wann das war. Und jetzt kommen zwei Verse, die unglaublich ausführlich sind und man sich die Frage stellt, ist das nicht etwas Belangloses, was Allah hier erzählt? Aber wir werden gleich sehen, nein, Allah Ta'ala, er will uns damit etwas beibringen, was sehr wichtig ist. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. Und du siehst die Sonne, wenn sie aufgeht. Sie sind in einer Höhle. Die Höhle hat eine Öffnung. Okay? Und du siehst die Sonne, wenn sie aufgeht, sich von ihrer Höhle zur Rechten wegneigen. Und wenn sie untergeht, an ihnen zur Linken vorbeigehen. وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال. Und jetzt? وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْ Während sie sich darin in einem Raum befinden. Und dann sagt Allah Ta'ala, ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ Das gehört zu Allahs Zeichen. Komisch. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ Wenn Allah recht leitet, der ist in Wahrheit recht geleitet. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Wen er aber in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Schutzherrn finden, der ihn den rechten Weg führt. Was soll das, dieses mit der Sonne? Hat jemand für euch eine Erklärung? Es geht mir jetzt nicht um den wissenschaftlichen Charakter. Es gibt ja auch, wie gesagt, manche, die darin einen, sage ich mal, Bestätigung wissenschaftlicher Theorien oder Erkenntnisse gesehen haben. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir was ganz anderes. Worin liegt hier das Zeichen Allahs? Warum erwähnt das Allah Ta'ala so ausführlich? Man könnte sagen, das ist doch etwas, was nebensächlich ist. Ob jetzt die Sonne, wie sie aufgeht, wie sie untergeht, ja, ob sie jetzt an einer Öffnung liegen. Lass uns den zweiten Vers lesen. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ Du meinst, sie seien wach, obwohl sie schlafen. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ Wieder ein ganz komisches Detail. Und wir drehen sie nach rechts und nach links um. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ Und jetzt kommt noch ein weiterer Protagonist hinzu, ein Hund, während ihr Hund seine Vorderbeine im Vorraum ausstreckt. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا Wenn du sie erblicktest, würdest du dich vor ihnen für wahr zur Flucht kehren. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Und vor ihnen für wahr mit Schrecken erfüllt sein. Wozu diese Details? Warum diese Details? Die haben sich nach rechts gedreht, nach links gedreht. Da war ein Hund. Warum ist es wichtig, ob da ein Hund war? Wo kommt plötzlich der Hund her? Was würdet ihr sagen? Es ist ganz wichtige Lehre steckt hier drin. Ja. Ja, natürlich weiß er über jedes einzelne Detail. Warum erzählt er uns dieses Detail? Schaut mal. Was würde denn passieren, wenn jemand nicht 300 Jahre, sondern eine Woche auf einer Stelle liegt. Wart ihr schon mal in einem Altersheim gewesen? Wart ihr schon mal in einem Altersheim? Ich habe in einem Altersheim meinen Zivildienst absolviert, in einem Krankenhaus, Geriatrie-Abteilung. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir jeden Tag die älteren Damen und Herren, die dort lagen, die sich nicht mehr selbst drehen konnten, immer wieder drehen mussten. Mindestens ein, zweimal am Tag. Warum? Weil sie sich nämlich wund liegen. Dekubitus nennt man das. Was ist ein Dekubitus? Ein Dekubitus, ja, ist, haben wir hier Ärzte unter uns? Oder Mediziner? Ja. Ist richtig Dekubitus? Ja, Alhamdulillah. Ich kann mal ein lateinisches Wort, Alhamdulillah. Ja, wollte mal angeben. Ja, also, ja, ein Dekubitus ist eine Art Wunde, die entsteht durch das Liegen auf einer Stelle. Wo entsteht das meistens? Ja, an Fersen, ja, oder am Gesäß, ja. Ich kann mich sehr gut erinnern, es gab Leute, die hatten richtige Löcher in ihren Fersen. Die waren weggefressen.
Ferse, Fuß, ja, hier Ferse. Nee, das ist nicht die Sohle. Das ist eine Ferse, Achi. Ja, bitte. Also so viel weiß ich auch noch. Ja, ja. Dann, ich kann mich erinnern an einen Tag, das war unglaublich gewesen. Das liegt schon sehr lange vor, aber ich habe diesen Geruch immer noch also in meine Nase, Verwesungsgeruch. Es war eine Frau, die hat wochenlang zu Hause gelegen und konnte sich nicht mehr selbst bewegen. Die wurde dann eingeliefert ins Krankenhaus. Unübertrieben, die Hälfte ihres Gesäßes war nicht mehr da. Verwest, obwohl sie noch lebte. Verwest, obwohl sie noch lebte. Allah subhanahu wa ta'ala, er nennt hier Details. Was wäre, wenn jemand 300 Jahre liegt an einer Stelle, ohne sich zu bewegen? Der würde khalas verwest. Der würde, also die Gelehrten, sogar die Mufassirun sagen, die Koranik, die Erde hätte sie aufgefressen. Also sie wären verwest worden. Ja, sie wären verwest. Ja, sie wären zu Staub Erde geworden. Und Allah Ta'ala, er erzählt uns hier wichtige Details auch mit der Sonne. Das heißt, sie haben trotzdem Tageslicht abbekommen. Wallahu a'lam. Ja, Allah Ta'ala, er will es aufzeigen. Tageslicht, aber gleichzeitig hat die Sonne nicht auf sie geschienen, sodass sie einen Sonnenbrand bekommen oder ähnliches. Und deswegen sagen die Gelehrten, die Sonne ist aufgegangen, an ihrer Höhle vorbei. Es gab eine Öffnung, wo dann noch, sage ich mal, Tageslicht reinkam, aber die Sonne hat nicht auf sie geschienen. Sie wurden geschützt vor der Hitze der Sonne. Allahu Akbar. Warum erzählt uns das Allah subhanahu wa ta'ala? Was ist der Grund? Der Grund ist Allah ta'ala, er will uns zeigen, obwohl hier ein Wunder geschieht, gibt es immer noch physikalische Gesetze, die berücksichtigt werden müssen in diesem Universum. Allah ist der Schöpfer dieses Universums. Wenn du etwas erreichen möchtest, reicht nicht Dua allein aus. Dua ist ein Mittel von vielen Mitteln. Ich kann noch so viel Dua machen, dass ich endlich Arzt werde. Ich werde es nicht, wenn ich mich nicht auf meine vier Buchstaben setze, lerne, mich anstrenge, ein gutes Abi schreibe und dann zur Uni gehe, lerne, mich anstrenge und irgendwann einmal ein ausgebildeter Arzt bin. Nur dann kann ich Arzt werden. Ich kann Tag und Nacht Dua im Tahajjud machen. Wenn ich nicht lerne, werde ich es nicht. Es gibt Gesetzmäßigkeiten. Die ändern sich nicht. Du kannst Prophet sein, die ändern sich nicht. Nur wenn Allah Ta'ala durch ein Wunder etwas aussetzen möchte. Aber das ist nicht die Regel, das ist die absolute Ausnahme. Wann hat denn Allah Ta'ala beispielsweise, kennt ihr Beispiele, wo Allah Ta'ala physikalische Gesetzmäßigkeiten in diesem Universum ausgesetzt hat für Propheten? Gab es, aber ganz wenige. Nennen wir mal ein, zwei Beispiele. Das Meer geteilt. Und selbst hier hat er einfach so das Meer geteilt. Was hat er von Musa alaihi salam verlangt? Schlag den Stock. Ich meine mal ganz ehrlich, was bringt das denn, wenn ich einen Stock aufs Meer schlage? Gar nichts. Und trotzdem sollte er das Mittel nutzen, was ihm zur Verfügung stand. Und dann kam das Wunder. Und erst dann kam das Wunder. Maryam alaihi salam. Sie sollte mit ihrem Fuß eine Dattelpalme rütteln. Mal ganz, habt ihr schon mal eine Dattelpalme gesehen? Ja? Die ist fest. Da kannst du noch so rütteln, da kommt nichts runter. Ja? Aber sie sollte trotz alledem mit ihrem Fuß, ja, dagegen stoßen. Und dann plötzlich kamen frische Datteln auf sie herab. Welche die Wehen etwas abmildern, sozusagen mindern sollten. Allahu Akbar. Eigentlich bringt das überhaupt nichts, aber Allah zeigt, tu so viel du kannst und dann lass dich das Wunder trotzdem bewirken. Hier ist auch ein Wunder geschehen. Aber Allah Ta'ala, er hat trotz alledem die physikalischen Gesetze nicht ausgesetzt, die er selbst erschaffen hat. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, manche wundern sich, ja, ich habe doch Dua gemacht, ich habe doch das, ich habe doch alles richtig gemacht, ich begehe keine Sünden, aber trotzdem erreiche ich nichts. Natürlich erreichst du nichts, weil du faul bist. Du bist faul. Also wirst du nichts erreichen. Du machst Dua, aber du machst alles falsch. Du hörst nicht auf ältere Geschwister, die dir einen Ratschlag geben. Die sagen dir, mach so und du machst genau umgekehrt. Und dann wunderst du dich, warum es nicht klappt. Sie warnen dich vor einer Person, ja? Sie sagen, dieser Mann, den du heiraten möchtest, ist ein schlechter Mann. Ja? Ich habe doch Dua gemacht. Ja, aber du musst auch Leute befragen. Es gibt bestimmte Dinge, auf die du Acht geben musst.
Und dann heiratet sie diesen Mann und dann ist er der Schlimmste aller Schlimmen. Wundere dich nicht. Es gibt bestimmte Mittel, die Allah Ta'ala uns zur Verfügung gestellt hat und die müssen wir nutzen. Wenn wir sie nicht nutzen, dann sind wir selbst schuld. Und jetzt, weil die Zeit ist vorangeschritten, wir müssen uns ein bisschen beeilen, inshallah, damit wir die Geschichte noch abschließen, inshallah ta'ala. Wir wollen ja nur die wichtigsten Lehren daraus ziehen. وَكَذَلِكَ مَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Und so erweckten wir sie auf, nach 300 Jahren, damit sie sich gegenseitig fragten. Also sie sind jetzt aufgestanden und sie dachten, sie haben jetzt höchstens vielleicht einen Tag geschlafen, anderthalb Tage. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. Einer von ihnen sagte, wie lange habt ihr verweilt? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. Sie sagten, verweilt haben wir einen Tag oder den Teil eines Tages höchstens. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ. Sie sagten, euer Herr weiß am besten, wie lange ihr verweilt habt. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. So schickt einen von euch mit diesen euren Silbermützen in die Stadt. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. Er soll sehen, welche ihre reinste Speise ist. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. Und euch davon eine Versorgung bringen. Also das, was halal ist. Achte darauf, was halal ist. Selbst in so einer Situation. وَلْيَتَلَطَّفْ. Und auch hier wieder behutsam sein. Ich muss die Mittel nutzen, die mir Allah zur Verfügung gestellt hat. وَلْيَتَلَطَّفْ. Das ist das Wort, was genau in der Mitte des Korans, das hatten wir letztes Mal gesagt gehabt. Merkt euch das. Schau, Vers Nummer 19. Sura 18, وَلْيَتَلَطَّفْ, ist genau die Mitte des Korans. Er soll behutsam sein. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Und ja, niemanden etwas von euch merken lassen. Achtet darauf. Man muss aufpassen. Nochmal vielleicht zurück zu dem anderen Vers. Der Hund, wozu war der Hund da gewesen? Der Hund sollte den Leuten Angst machen. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Was sagen die Gelehrten? Die Gelehrten sagen, subhanallah, anhand dieser Verse merken wir, wie wichtig gute Freunde sind. Der Hund ist mit ihnen erwähnt worden im Koran verewigt bis zum jüngsten Tag, nur weil er mit guten Leuten zusammen war. Ein Hund. Du bist einfach mit guten Leuten zusammen, also gehörst du zu ihnen. Automatisch. Hältst du dich mit guten Leuten auf? Alhamdulillah, Allah Ta'ala. Humul qawmu la yashqa fihim jalisum. Es kommt eine Überlieferung von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Wo, ich sage euch die Überlieferung genau. Wo es, genau, ist eine Überlieferung, die wir bei Bukhari finden. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dhikr. Allah Ta'ala, er hat Engel, welche auf den Straßen herum sozusagen schwirren, ja, und sie suchen die Leute, die Dhikr machen, so wie hier. Ja? Und dann heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie fragt, die Engel, was machen sie? Ja? Woraufhin sie antworten, wenn yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka, sie machen Tasbih und Takbir, also Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah wa yumajjidunaka, und sie ehren dich. Woraufhin dann am Ende des Hadithes Allah subhanahu wa ta'ala spricht, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ich bezeuge, O Engel, dass ich ihm vergeben habe. Und jetzt ganz wichtig. Ja? Sagt einer der Engel, es gibt da jemanden, der gehört eigentlich gar nicht zu, der ist nur gekommen, um etwas zu erledigen. Der gehört gar nicht dazu. Also der ist ganz genau, so ein Engel, der ganz genau ist. Ja, Allah, also du vergibst ihn, aber da ist jemand, der ist gekommen, nur um was abzugeben. Was sagt Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sagt, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Das ist die Gruppe. Derjenige, der mit ihnen sitzt, dem wird es nicht elend gehen. Also mit anderen Worten, der gehört auch dazu. Alleine, dass du mit ihm bist. Und deswegen, Allah, der Prophet gibt uns ein Gleichnis von guten und schlechten Freunden. Was ist das Gleichnis? Kennt jemand das Gleichnis? مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّ. Das Gleichnis, ja, eines guten Freundes und eines schlechten Sitzfreundes. Ist wie was? Wie ist der schlechte Freund? Der schlechte Freund ist wie? Nafikh al-Kir. Was ist Nafikh al-Kir? Ein Blasebalg. Also ein Schmied, der den Blasebalg sozusagen nutzt, ja, um das Feuer heiß zu machen. Was passiert? Ja, du kriegst entweder einen ekligen Geruch ab, oder? Ja, der verbrennt deine Kleidung durch die Funken.
Und was ist mit dem Hamil al-Misk? Der gute Freund ist wie ein, ja, also jemand, der Parfüm trägt oder verkauft. Ja? Entweder gibt dir ein bisschen Parfüm ab, oder du empfindest in seiner Gegenwart einen schönen Geruch, einen schönen Duft. Ja, Salam. Und deswegen, Allah Ta'ala, er hat einen Hund extra hervorgehoben, nur aus diesem Grund. Machen wir schnell weiter, inshallah Ta'ala. Das heißt, sie sind jetzt, wollten was kaufen. Sie haben ihre alten Münzen, Silbermünzen, ganz alte, 300 Jahre alt. Stellt euch mal vor, es kommt jemand mit ganz alten Münzen und möchte hier plötzlich bei Lidl was einkaufen. Der wird sich auch blöd angucken. Ja? Und sie kommen an mit ganz alten Silbermünzen. Und jetzt sehen die Leute, ah, es gibt diese Geschichte von diesen Jünglingen. Von der haben wir gehört. Das sind sie. Und Allah lässt ein Wunder geschehen. Und was will Allah Ta'ala den Menschen sagen? Eine Bestätigung. Der Glauben wird am Ende siegen, auch wenn es 300 Jahre dauern sollte. Es kann sein, dass du den Sieg Allahs nicht mehr erleben wirst. Die Veränderung nicht mehr mitbekommen wirst. Wie viele, die vor uns gelebt haben. Aber sei dir sicher, früher oder später wird es sich ändern. Und wird das, was du getan hast, auch Früchte zeigen. Und jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt jetzt ganz schnell weiter, إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. Denn wenn sie von euch erfahren, werden sie euch steinigen oder euch zwangsweise zu ihrer Glaubensrichtung zurückbringen, dann wird es euch niemals mehr wohlergehen. Sie haben immer noch Ängste. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. So ließen wir die Menschen sie doch entdecken. Warum? Damit sie wissen, dass Allahs Versprechen wahr ist und dass es an der Stunde keinen Zweifel gibt. Als sie untereinander über ihre Angelegenheit stritten, da sagten sie, فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا, errichtet über ihnen einen Bau, also eine Art Moschee. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ, ihr Herr weiß am besten über sie Bescheid. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Diejenigen, die in ihrer Angelegenheit siegten, sagten, wir werden uns über ihnen ganz gewiss eine Gebetsstätte errichten, als Denkmal. Ja? Wir gehen jetzt nicht darauf ein, weil das ist nochmal eine andere Diskussion. Kommen wir jetzt zu den letzten Versen. Inshallah sayaquluna, und jetzt kommt diese Diskussion, wo Allah uns aufzeigt, darum geht es überhaupt, ist völlig egal, ja, wie viele es gewesen waren. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Manche werden sagen, es waren ihrer drei, also nur drei Jünglinge, ihr Hund war der vierte von ihnen. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ. Und manche sagen, es waren ihrer fünf, der sechste von ihnen war ihr Hund. Ganz wichtig, der Hund wird immer wieder erwähnt. Und das ist nochmal ein Beleg dafür, dass der Hund kein schlechtes Tier ist. Manche glauben, ein Hund, wenn sie ihn sehen, dann machen sie einen großen Bogen. Nein, ein Hund ist ein Tier, was nützlich ist. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat Hunde auch für bestimmte Zwecke auch erlaubt. Als Wachhund, als Jagdhund und so weiter und so fort. Und es gibt Gelehrte, ganz, ganz wichtig, welche auch sagen, dass der Hund nicht rituell unrein ist. Nicht mal der Speichel des Hundes. Welcher Madhab ist das, der das sagt, dass nicht mal der Speichel des Hundes unrein ist? Welcher Madhab ist das? Der Malikiten, absolut richtig. Ja? Das heißt, du kannst einen Hund knuddeln, wie du willst. Ja? Das kannst du normal beten, Alhamdulillah. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Das muss man auch wissen. Ja? Und weil viele Muslime heutzutage denken, nein, sowas gibt es überhaupt nicht und Hunde sind Najis und man darf Hunde sozusagen sich nicht nähern. Und Allah Ta'ala, er spricht hier über einen Hund sehr, sehr positiv. Ja? Er verewigt ihn im Koran. Ein Herumraten über das Verborgene ist das. Ja, ist völlig egal, wie viele es gewesen sind. Und manche sagen, es waren ihre sieben und der achte von ihnen war ihr Hund. Sag, mein Herr kennt ihre Zahl am besten. Nur wenige kennen sie. Darum streite über sie nur in offensichtlichem Streit und frage niemanden von ihnen um Auskunft über sie. Was sagen die Gelehrten über diesen Vers? Sie sagen etwas ganz, ganz Wichtiges. Oh Mohammed, fang nicht an, mit ihnen über die Details der Geschichte zu streiten. Das ist völlig belanglos und das machen manche Muslime. Sie fangen an, sich in Details zu verlieren. Nein, sprich mit den Menschen über die grundlegenden Aspekte. Das ist die Da'wah, über den Tawhid, über die Existenz Gottes. Ja, warum überhaupt Propheten gesandt worden? Damit wirst du die Menschen erreichen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist ja der Grund, warum sich das alles verspätet hat mit der Antwort Allahs, und zwar um 15 Tage. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Und sag ihnen, und sag ja nur nicht von einer Sache, ich werde dies morgen tun, illa an yasha Allah, außer du fügst hinzu, wenn Allah will. Wadhkur rabbaka idha nasit, und gedenke deines Herrn, wenn du etwas vergessen hast. Und sag, وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا, vielleicht leitet mich mein Herr
zu etwas, was dem rechten Ausweg näher kommt als dies. Wir sind gleichwertig, inshallah ta'ala. Und jetzt kommt die Anzahl der Jahre, die sie dort geblieben sind. Und sie verweilten in ihrer Höhle 300 Jahre und noch 9 dazu. Was soll das? Was heißt denn dieses 300 Jahre und noch 9 dazu? Was denn jetzt? 300 Jahre oder 309 Jahre? 300 Jahre oder 309? Ja, barakallahu fik. Allah Ta'ala erwähnt hier die Antwort, warum die Leute sich gestritten haben. Ja, manche haben gesagt, nein, 309 Jahre, manche haben 300 Jahre, es gab noch andere Zahlen. Und Allah zeigt, es waren 300 Jahre nach dem Sonnenkalender und 309 Jahre nach dem Mondkalender. Wie kommt das? Weil das Sonnenjahr 10 Tage länger ist als das Mondjahr. Und 100 Jahre bedeutet automatisch einen Unterschied von wie vielen Jahren? Von 3 Jahren. Also 100 Sonnenjahre. Ja? Oder ja, 100 Sonnenjahre, ja, sind bedeuten 103 Mondjahre. Und bei 300 Jahren habe ich dann wie viel? 309. Also der Koran ist sehr, sehr genau. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا غَيْلَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sagt Allah, weiß am besten, wie lange sie verwalten. Sein ist das Verborgene der Himmel und der Erde. أَبُصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ. Wie vorzüglich ist er als Allsehender und wie vorzüglich ist er als Erhörender. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Sie haben außer ihm keinen Schutzherrn und er beteiligt an seiner Urteilsgewalt niemanden. Und jetzt ist die Geschichte vorüber. Und jetzt nur ein Vers, der übernächste Vers. Und zwar, der direkt zusammenhängt mit der Geschichte. Eine Folge, welche Allah Ta'ala unserem Propheten dementsprechend auch nahelegt. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Halte dich geduldig zurück, zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht. Also mit anderen Worten, oh Muhammad, eine der Lehren, die du aus dieser Geschichte ziehen solltest, ist welche? Du musst dich zurückziehen. Mit welchen Menschen? Die Zikr machen. Den Leuten das Zikr. Den Leuten, die Allah näher kommen wollen. Das ist auch deine Höhle. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, lasst es uns so machen, wie die Leute der Höhle, diese Jünglinge, welche sich zurückgezogen haben. Lasst uns versuchen, immer in der Gemeinschaft zu bleiben, uns zurückzuziehen in einer Moschee, wo wir unseren Iman auftanken können, damit wir gewappnet sind gegen diese Versuchungen des diesseitigen Lebens. Wir hatten letztes Mal auch schon über die Versuchung der Unterdrückung ausführlich gesprochen gehabt. Deswegen werden wir das heute nicht wiederholen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen festigen. Möge Allah ta'ala uns vor den Versuchungen des diesseitigen Lebens bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an seinem geraden Weg festhalten lassen. Amin ya rabbil alamin. Danke für eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahu wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasabil haqqi. Tawasabil sabr.